Also herzlich willkommen zum Vortrag Wissen ist nicht alles, Emotionen in der Bildung zu Antifeminismus. Und ich starte mit Teil 1, Emotionen und konzeptionelle Grundlagen. Und danke für die Einladung. Der Fokus in diesem Vortrag liegt auf Bildungsarbeit. Einiges davon ist auf andere Tätigkeitsfelder übertragbar. Und ich werde am Ende von Teil 3 auf kurze Schlaglichter in Bezug auf andere Arbeitsfelder der sozialen Arbeit eingehen. Aber Schwerpunkt liegt auf eher formaler Bildungsarbeit, das heißt Arbeit im Seminarkontext oder im Schulkontext und Ähnlichem. Teil 1 hat den Schwerpunkt Emotionen einerseits und ich mache davor noch ein paar konzeptionelle Grundlegungen. Ich starte mit einer Begriffsklärung, was ich meine, wenn ich von Sexismen und Antifeminismen spreche, gehe dann auf Gefühle im Lernen zu Geschlechterverhältnissen ein. Und schließe mit ein paar Lehren aus Fehlern der Rechtsextremismusprävention der 1990er Jahre im Umgang mit Heterogenität. Und da mache ich Vorschläge zu verschiedenen Fokussierungen. In Teil 2 geht es dann um Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen in Bezug auf Emotionen und Haltung zu Geschlechterverhältnissen. Und in Teil 3 gehe ich einerseits auf weitere Gründe für unterschiedliche emotionale Reaktionen auf Lernangebote ein. Und ziehe zum anderen Schlussfolgerungen für die Praxis aus allen drei Teilen. Ich starte mit den Begriffsklärungen. Wenn ich von Sexismen spreche, dann meine ich einerseits Sexismus, das heißt das Verhältnis, das Hierarchien zwischen Männern und Frauen strukturiert. Ich könnte auch von Frauenfeindlichkeit sprechen. Ich meine Cis-Sexismus. Der sich unter anderem in Transfeindlichkeit zeigt. Und unter Transfeindlichkeit meine ich auch eine Feindlichkeit gegenüber nicht-binären Menschen, sowie gegenüber Transmännern und Transfrauen. Ich meine Endosexismus, das Verhältnis, in dem intergeschlechtliche Menschen diskriminiert werden. Wir können auch von Interfeindlichkeit sprechen. Und ich meine Heterosexismus, also das Verhältnis, in dem Heterosexuelle privilegiert werden und alle anderen diskriminiert werden. Unter anderem im Kontext von Schwulen, Lesben, Bi-Plus, Asexuellen und Queerfeindlichkeit. In dem Text, der hierbei liegt, sind nochmal die Begriffe ein bisschen besser erklärt. Und es gibt Links zum Glossar mit weiteren Begriffsklärungen. Feminismen wiederum üben Kritik an Sexismus bzw. an Sexismen. Also da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, ob vor allem der Fokus auf Mann-Frau-Verhältnissen liegt oder ob es um alle Sexismen geht. Und setzen sich ein für Gleichstellung aller Menschen über Geschlechtergrenzen hinweg. Antifeminismen sichern Sexismen ab. Also Antifeminismen sind nicht einfach irgendeine politische Einstellung, sondern die sichern Sexismen ab, indem sie alle Leute sanktionieren, die sich gegen Sexismen engagieren und die sich für Gleichstellung im Themenfeld Geschlecht und sexuelle Orientierung und Lebensweisen einsetzen. Aus meiner Sicht kann Antifeminismus mehr oder weniger absichtsvoll sein und mehr oder weniger organisiert. Da gibt es zum Teil andere Definitionen des Begriffs. Gerade wenn wir auf Pädagogik schauen, ist mir wichtig, eher zu schauen, welche Effekte hat das, als was ist die Intention dahinter. Und wenn der Effekt erreicht wird, dass Leute dafür sanktioniert werden, dass sie sich gegen Sexismus einsetzen, dann würde ich von Antifeminismus sprechen. Antifeminismen erschweren damit ein Engagement gegen Diskriminierung und Gewalt. Und eine offene Frage, die immer wieder auftaucht in diesen Auseinandersetzungen über Antifeminismen, ist, wie ordne ich was ein, wenn es innerfeministische Auseinandersetzungen gibt, zum Beispiel zwischen Menschen, die sich gegen Sexismus im Sinne von Frauenfeindlichkeit einsetzen und Menschen, die sich gegen Cissexismus und Transfeindlichkeit einsetzen, wenn da Positionen durchaus sich mit klar antifeministischen Themen überlappen. Und ich finde das gar nicht so einfach zu sagen, ist das dann Antifeminismus, wenn das gleichzeitig von Feministinnen ausgeübt wird? Ich würde das als Grauzone oder als offene Frage offen lassen. Ich glaube, es ist uns nicht damit geholfen, ganz schnell innerfeministische Auseinandersetzungen als Antifeminismus abzutun. Und gleichzeitig ist es auch offensichtlich, dass sich das zum Teil auch mit rechten Antifeminismen überlappt, was da gesagt wird. Deswegen würde ich das als offene Frage stehen lassen. Was Antifeminismus aus meiner Sicht nicht ist, ist jede kritische Diskussion über einzelne konkrete feministische Forderungen. Also wir können auch bestimmte feministische Forderungen kritisieren, ohne dass das sofort antifeministisch ist. Also alle Formen von Einsatz gegen gleich,
gegen Ungleichberechtigung sanktioniert. Oder auch eine bestimmte kritische Diskussion gegenüber einzelnen feministischen Aktionsformen. Und ich würde das dann nicht Antifeminismus nennen, wenn es eine grundsätzliche Achtung gibt des Engagements gegen Sexismus. Dann würde ich sagen, wir haben es eher mit einer kritischen Diskussion einzelner Aspekte zu tun. Das sollten Feminismen schon aushalten, dass wir uns auch kritisch auseinandersetzen. Und ich spreche von Antifeminismus dann, wenn es ein bisschen grundsätzlicher ist, dass mindestens also Kampf gegen eine Form von Sexismus, dem grundsätzlich ja mindestens kritisch oder misstrauisch begegnet wird, bis hin zu Sanktionen eben. Wenn ich von Bildung gegen Antifeminismus spreche, dann meine ich Lernangebote, die kritische Auseinandersetzung mit Sexismen und Antifeminismen ermöglichen. Und auch die Förderung, wie kann ich legitime Anliegen verfolgen, ohne dabei zu diskriminieren. Also ich glaube, wir brauchen beides. Es reicht nicht, wenn wir nur sagen, was Leute nicht machen sollen, sondern wir müssen auch vermitteln, wie kann es stattdessen gehen. Also ein Beispiel Flirt, wenn Leute nur verstehen, was sie alles nicht mehr machen sollen und dann gar nicht mehr flirten können, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass wir Leute gewinnen, dauerhaft dabei zu bleiben. Das heißt, eine Bildungsarbeit gegen Antifeminismus macht beides. Sie ermöglicht einerseits eine kritische Auseinandersetzung mit Sexismus und Antifeminismus und fördert die Möglichkeit, sozusagen anders, nicht diskriminierend mit diesen Anliegen umzugehen. Jetzt starte ich ins eigentliche Hauptthema, und zwar mit einem reflexiven Einstieg. Ich lade die ZuhörerInnen dazu ein, sich einen Moment Zeit zu nehmen, über die folgenden Fragen nachzudenken. Welche Gefühle kenne ich bei mir in der Auseinandersetzung mit den folgenden Themen? Dem Thema Feminismus, dem Thema Geschlechterverhältnisse, dem Thema gesellschaftliche Veränderungen, dem Thema Vielfalt und Begegnung mit anderen Lebensweisen und Lebensrealitäten und dem Thema Kritik und Konflikt. Die nächste Frage wäre, kenne ich verschiedene Gefühle zu verschiedenen dieser Themen? Also sind meine Gefühle anders zum Thema Feminismus als zum Thema Kritik und Konflikt zum Beispiel? Und haben sich meine Gefühle dazu im Laufe meines Lebens verändert? Und Sie könnten oder ihr könntet jetzt kurz die Aufzeichnung abbrechen, also unterbrechen und einen Moment darüber nachdenken. Ich mache jetzt aber weiter im Text. Und gehe ein auf beispielhafte Gefühle und Empfindungen oder auch Assoziationen im Kontext all dieser Themen, weil wir haben es mit einer riesigen Gemengelage zu tun. Die Verteilung der Gefühle kann quer zu politischen Haltungen und Einstellungen liegen. Also es können Leute mit ganz unterschiedlichen Einstellungen zu Feminismus das gleiche Gefühl zum gleichen Thema haben. Und manchmal haben wir in heterogenen Gruppen auch eine Parallelität. Also manchmal haben Leute das gleiche Gefühl, aber für manche, also zum Beispiel Ohnmachtsgefühle, aber manche haben Ohnmachtsgefühle gegenüber der Vorstellung, es bleibt alles so, wie es ist und fühlen sich darüber ohnmächtig. Und andere haben Ohnmachtsgefühle, wenn sie den Eindruck haben, es verändert sich alles. Also es kann sich das gleiche Gefühl auf unterschiedliche Themen beziehen oder auch auf unterschiedliche Haltungen. Manche Leute verbinden Glücksgefühle mit all diesen Themen oder mit einzelnen dieser Themen. Manche Leute verbinden Hoffnung mit Themen auf Veränderungen, die sich auf Veränderungen beziehen oder auch mit der Idee, es könnte doch vielleicht das Rad zurückgedreht werden und alles gleich bleiben oder alles gleich bleiben. Manche Leute verbinden Angst mit diesen Themen oder Ohnmachtsgefühle oder Wut oder Trauer, Trauer um Verluste, also um vergangene biografische Verluste oder um angenommene Verluste, die passieren könnten. Vertrauen in Menschen, die für die eine oder andere Position stehen. Lust. Verluste, also Verlusterfahrungen oder Verlustängste. Misstrauen gegenüber Menschen, die diese Position vertreten oder gegenüber Veränderungen zum Beispiel. Sehnsucht auf sowas wie ein besseres Leben oder eine Idee von, es könnte alles viel einfacher sein, wenn wir zurück zu alten Ordnungen kämen. Bedrohtheitsgefühle von dem Status quo, von der Idee, es könnte sich zurückdrehen oder von der Idee, es könnte Neues passieren. Zugewinne, also die Hoffnung auf Zugewinne oder eine Erfahrung, jetzt Zugewinne zu machen. Inspiration, also es kann spannend sein und kann zu neuen Gedanken anregen. Motivation, Dinge zu verändern oder Dinge gleich bleiben zu lassen. Ein Gefühl von Handlungsfähigkeit.
ein Gefühl von Resignation dem gegenüberliegend, Unsicherheiten, Überforderungsgefühle, Schwächegefühle, also zum Beispiel die Sorge, wenn sich alles verändert, kann ich gar nicht mehr mithalten. Oder aber so wie es jetzt ist, das schwächt mich. Schmerz, sich blockiert fühlen. Also irgendwie so eine Idee von, ja, ich will ja schon mitgehen, aber irgendwie, ich kann gar nicht mehr gerade ausdenken mit all dem, was sich verändert. Oder umgekehrt eben mit dem, wie es jetzt ist. Aber auch Kraftgefühle. Also irgendwas gibt da Kraft drin, die Hoffnung auf Veränderung oder so, wie es jetzt gerade ist. Kreative Ideen. Es kann schlechte Erinnerungen aufrufen. Also auch wenn ich zum Beispiel Veränderung gut finde, kann es sein, wenn ich mich mit dem Status quo beschäftige, dass viele schlechte Erinnerungen hochkommen. Schöne Erinnerungen. Das kann sein, wenn ich ganz viele schöne Erinnerungen mit dem Status quo verbinde, dass ich auf keinen Fall eine Veränderung will. Oder wenn ich schöne Erinnerungen mit feministischem Engagement verbinde, dass mir das ganz viel Kraft gibt für Veränderungen. Gefühle zu Autoritäten können aufgerufen werden. Also wenn ich in einem formalen Lernsetting lerne, kann es sein, dass es mir gar nicht so um die Themen geht, sondern dass ich Erfahrungen mit Autoritäten habe und jetzt treten die da wie Autoritäten auf und sagen mir, ich mache alles falsch. Gesehen werden. Es kann sein, dass ich mich sehr gesehen fühle von der einen oder der anderen Position. Oder aber es kann auch sein, dass ich mich nicht gesehen fühle von der einen oder anderen Position. Schamgefühle. Also Scham, also erinnerte Beschämung oder Scham darüber, nicht feministisch genug zu sein oder Scham darüber, nicht mitzukommen, mit den neuen Dingen mich nicht auszukennen. Reue, also ich merke, ich habe irgendwie irgendwo mal Dinge getan, die nicht eigentlich zu meinem Selbstanspruch oder zu meinen Werten passen. Bedauern. Gegenüber diesen Dingen zum Beispiel oder gegenüber Chancen, die ich nicht wahrgenommen habe. Ich hätte ein ganz anderes Leben haben können und das merke ich erst jetzt und empfinde dann Bedauern. Einen empathischen Schmerz. Also ich kriege mit, dass andere Menschen leiden und leide darunter, dass andere Menschen leiden. Einsamkeit, also eine Sorge vor Einsamkeit oder Einsamkeitserfahrung in der Gegenwart oder auch in der Vergangenheit. Isolationsbefürchtungen oder Isolationserfahrungen. Ausschlusserfahrung oder Ängste davor, ausgeschlossen zu werden, weil ich zum Beispiel nicht mithalten kann oder also entweder im Status quo nicht mithalten kann oder in den Veränderungen nicht mithalten kann. Verlustängste auch gegenüber Beziehungen, also Liebesbeziehungen, Familien, Angehörigen, Freundinnenschaften, subkulturellen Kontexten, Arbeit und so weiter. Aber ich kann auch Verbundenheitsgefühle haben in Bezug auf diese Themen und anderen, die Sachen ähnlich sehen oder in Erinnerung an schöne verbindende Erfahrungen. Ich kann eine Hoffnung auf Solidarität haben oder vielleicht auch schöne Erfahrungen von Solidarität, die aufgerufen werden. Und alles das ist eine wahnsinnig komplexe Gemengelage. Frigga Haug hat mal gesagt, dass Lernen Erfahrungen in die Krise führen kann. In einem Kontext von Geschlechterverhältnissen, man kann es auch erweitern auf insgesamt Diskriminierungsverhältnisse. Also das kann Weltbilder in Frage stellen, es kann Selbstbilder in Frage stellen, es kann Umgangsweisen, bisherige Umgangsweisen oder die einzigen Ideen, die ich überhaupt habe, wie ich mit Diskriminierungssituationen oder mit herausfordernden Situationen umgehen kann, in Frage stellen. Und es kann Beziehungen in die Krise führen, in meinem Kopf oder auch ganz manifest, dass die Beziehung wirklich nicht mehr funktioniert, weil ich anders denke, mich anders verhalte, andere Ansprüche entwickle, Unrecht stärker spüre und so weiter. Das kann also zu ganz schönen Krisenerfahrungen führen und Menschen können gute Gründe haben, das auch abzulehnen. Gerade wenn es zum Beispiel auch traumatische Erfahrungen aufrufen kann, mich damit zu beschäftigen. Und in der Seminararbeit erlebe ich das immer wieder, dass wenn Leute sich auf Lernprozesse einlassen, die auch ganz schön in die Krise geraten können. Das kann dazu führen, dass Leute das abwehren aus Selbstschutz. Gleichzeitig kann Lernen zu Geschlechterverhältnissen auch das Leben verbessern. Also es kann beglücken, es kann neue Perspektiven und Beziehungen eröffnen. Es kann auch ermöglichen, Beziehungen zu verbessern. Es kann ermöglichen, mein Selbstbild zu verändern hin zu einem realistischeren Selbstbild, vielleicht auch zu einem empowernden Selbstbild. Es kann meine Lebensqualität verbessern. Es kann meine Handlungsfähigkeit stärken. Also wenn ich eine bessere Analyse habe, kann das dazu führen, dass ich auch handlungsfähiger im Umgang werde
Oft gibt es so eine erste Phase, in der Leute sich eher unsicherer und ohnmächtiger fühlen. Häufig entstehen dann Ideen für eine verbesserte Handlungsfähigkeit. Manche dieser Gefühle, Empfindungen oder Assoziationen machen Lernprozesse leichter und geben Kraft und Motivation dafür. Und andere erschweren sie, und zwar für alle Beteiligten in Lernsettings. Also in erster Linie erschweren viele der anstrengenden Gefühle erstmal den Lernprozess für die Lernenden. Und dann kann es sein, dass sie das nach innen wenden und einfach nur selbst angestrengt sind und das aber nach außen gar nicht so zeigen. Oder es kann sein, dass sie es nach außen wenden, und dann wird es auch für mich anstrengender und vielleicht auch für die anderen Lernenden. Und gerade in heterogenen Gruppen habe ich eine wahnsinnig komplexe Gemengelage an Gefühlen. Und ich werde auf diese Gefühle später nochmal genauer eingehen oder auf das, was das in heterogenen Lerngruppen auch heißt. Ich komme aber zum letzten Punkt der Grundlegungen jetzt. Da geht es um Lehren aus Fehlern der Rechtsextremismusprävention der 1990er Jahre, die damals viel in der akzeptierenden Jugendarbeit oder in dem, wie akzeptierende Jugendarbeit damals verstanden wurde, von einigen AkteurInnen zumindest, sich sehr stark fokussiert hat auf TäterInnen. Was dazu geführt hat, dass zum Beispiel das, was später der nationalsozialistische Untergrund wurde mit der Mordserie, dass sozusagen das sich aufbauen konnte, weil die das wunderbar für sich nutzen konnten, dass sie alle Ressourcen, alle Aufmerksamkeit, alle Räume bekommen haben. Daraus sind in Kreisen, die sich aus antifaschistischer Perspektive mit den Fehlern damals beschäftigt haben, ist ein großes Plädoyer geworden, sich also nicht in eine TäterInnenzentrierung zu verfallen. Wir haben in Projekten rund um geschlechterreflektierte Rechtsextremismusprävention das ein bisschen versucht, in so eine Formel mit drei Standbeinen zu gießen. Davon ist ein Standbein, trotz dem, was ich gerade problematisiert habe, Präventionsarbeit mit Menschen, die diskriminieren und oder auch TäterInnen sind oder potenziell in der Zukunft diskriminieren könnten, und das sind ja die meisten Menschen, oder zu TäterInnen werden könnten. Da unterscheiden wir in Primärprävention. Also vor einer Festigung entsprechender Verhaltensweisen. Primärprävention richtet sich an alle und sollte Teil jedes Angebots sein. Selbst in Empowerment-Angeboten sollte ich Primärprävention bieten. Dann haben wir Sekundärprävention, die findet im Hinwendungsprozess statt, also wenn Leute noch nicht völlig gefestigt sind, aber sich sowohl zu entsprechenden Ideologien hinwenden als auch in entsprechende Lebenswelten. Und wir haben Tertiärprävention, das ist Ausstiegsarbeit, also wenn Leute schon ein gefestigtes Weltbild haben und eingebunden sind in entsprechende Ideologien. Das hat zumindest die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus gezeigt. Also rund um Rechtsextremismus funktioniert das nur in spezialisierten Settings. Das sind Erarbeitungen unter anderem von VDK und MBR Berlin. In dem Text gibt es einen Literaturhinweis dazu. Dass wenn ich versuche, solche Leute in gemischten Settings zu erreichen, in einer Gruppe, dass sie das für sich nutzen können. Also die werden nicht überzeugbar sein in so einem Kontext, aber sie können es nutzen, um andere zu verletzen und möglicherweise einzuschüchtern und auch sich rhetorisch zu üben. Das heißt, was da für Rechtsextremismus erarbeitet wurde, ist, dass es bei, wenn ich solche Menschen in Gruppen sitzen habe, die Frage ist, wie kann ich deren Raum begrenzen und wie kann ich ihr Bedrohungspotenzial für andere begrenzen? Also sei es durch Ausschlüsse oder durch andere Formen der Begrenzung und darüber, dass ich dann viel Kleingruppenarbeit mache, dass die anderen nicht so, also sich irgendwie auseinandersetzen können, ohne sich zum Beispiel Bedrohungen auszusetzen, indem sie sich zeigen vor so einer Person. Ausstiegsarbeit kann in Bezug auf Rechtsextremismus vor allem in wirklich spezialisierten Settings stattfinden, wo Leute gut dafür qualifiziert sind und viel Supervision haben. Das sollte nicht einfach so versucht werden, weil es viele Risiken mit sich bringt. Ich gehe davon aus, dass vieles davon auch auf die Auseinandersetzung mit Leuten, die nicht komplett ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, aber in einzelnen Kontexten ein sehr geschlossenes Weltbild haben, wie ein geschlossen antifeministisches Weltbild, das oft verknüpft ist mit anderen diskriminierenden Weltbildern auch, oder mit religiös-fundamentalistischen Menschen, dass vieles sich darauf übertragen lässt. Es gibt dazu keine Studien, die das endgültig belegen, aber ich würde davon abraten, in heterogenen Kontexten viel Raum und Aufmerksamkeit Menschen zu geben, die ein wirklich geschlossenes antifeministisches Weltbild haben. Unter Jugendlichen werden wir das nicht so häufig vorfinden, dass das Weltbild komplett geschlossen ist, aber durchaus auch. Wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit noch mal höher. Jetzt sollte ich aber
mich eben nicht nur mit diesen Menschen beschäftigen, weil ich sonst genau Hierarchien stärke. Also wenn ich sozusagen das belohne, wenn Leute sich antifeministisch äußern, indem ich mich ganz besonders mit ihnen beschäftige, dann geht wieder die Verteilung von Raum und Aufmerksamkeit sehr stark zu ihren Gunsten und auf Kosten der anderen. Das heißt, Präventionsarbeit sollte immer auch Empowerment und Unterstützung Betroffener oder welcher, die möglicherweise in Zukunft betroffen werden könnten von der jeweiligen diskriminierenden Ideologie, berücksichtigen. Das heißt, zu schauen, was ist für die stärkend, was ist für sie empowernd, das fängt an mit unmittelbarem Schutz. Also zu verhindern, dass sie diskriminiert werden in dem Angebot, dass ihre Bildungsteilhabe eingeschränkt wird, aber es geht weit darüber hinaus, auch an Weltbildern, Selbstbildern zu arbeiten, die empowernd sind, an Handlungsmöglichkeiten, wie können sie mit Diskriminierung umgehen, die ihnen widerfährt und so weiter. Das sollte ein ganz wichtiger Punkt sein. Und ich sollte, wenn ich ein Angebot in einer heterogenen Gruppe habe, sollte ich schauen, dass davon ähnlich viel dabei ist wie an Präventionsarbeit, die sich vor allem an Leute richtet, die potenziell diskriminieren könnten. Nicht zuletzt, und seht oder Sie sehen, dass sich das hier auch alles überschneidet, die verschiedenen Felder, sollte ich auch Alternativen erarbeiten und fördern. Da geht es um ganz unterschiedliche Aspekte. Also ich fange mal mit dem Kontext an, aus dem das, also dieser Ansatz ursprünglich mal kommt, nämlich sowas wie Jugendkulturarbeit. Also in den Fehlern der Rechtsextremismusprävention in den 1990er hat sich gezeigt, dass wir ein Problem haben, wenn es in einem bestimmten Sozialraum eigentlich nur kulturelle Angebote gibt, die sich an Menschen richten, die diskriminierend handeln oder in diesem Fall rechtsextrem handeln. Und die anderen dann die Wahl haben, ob sie entweder alleine zu Hause vereinzeln und weil sie nicht mitmachen, auch noch möglicherweise Angriffen ausgesetzt sind oder Bedrohungen ausgesetzt sind, oder ob sie dann doch mitziehen oder zumindest das tolerieren und in diese Räume gehen. Das heißt, wenn ich Prävention fördern will, wenn ich fördern will, dass Leute sich abwenden von solchen Ideologien oder gar nicht erst die attraktiv finden, dann muss ich Räume fördern, in denen Leute sich vernetzen können, schöne Erfahrungen machen können und so weiter, die anders drauf sind. Dadurch wird es nicht so kostspielig, sich von diesen Ideologien abzuwenden. Das heißt, ich muss entsprechende Räume oder Kulturen oder Subkulturen fördern. Und dabei geht es einerseits um diskriminierungskritische Räume, in denen wirklich kritisch auch über die entsprechenden Ideologien gesprochen wird. Es geht aber auch um Räume, in denen einfach andere Dinge stattfinden, Sportverein, Musik und so weiter, die sich jetzt gar nicht explizit mit diesen Themen beschäftigen, aber nicht diskriminierend funktionieren, jedenfalls deutlich diskriminierungsreduziert funktionieren. Darüber hinaus muss ich Engagierte stärken. Das können die sein, von denen ich gerade gesprochen habe, also mögliche Betroffene. Es kann aber auch sein, dass Leute aus einer privilegierten Position solidarisch sein wollen. Also ich muss Räume schaffen, aber auch in gemischten Gruppen Dinge anbieten, die Engagierte darin stärken, wie kann ich handlungsfähig werden, was kann ich machen, wenn, und die sie auch in ihren Selbstbildern stärken und ihrem Selbstvertrauen stärken, gerade wenn sie vielen Angriffen ausgesetzt sind. Und nicht zuletzt gehört zum Alternativen fördern, das ist dann auch Präventionsarbeit im Sinne von Primär- und Sekundärprävention auf jeden Fall und im Sinne von Empowerment und Unterstützung Betroffener, nämlich Verhaltensweisen zu fördern. Also wie kann ich mit herausfordernden Situationen in einer Form umgehen, die nicht diskriminierend ist? Und wie kann ich das tun in einer Form, die diskriminierungskritisch ist? Also was kann ich machen, wenn ich mitbekomme, dass andere diskriminieren? Und jetzt sollte ich schauen, dass ich all diese drei Aspekte fördere. In gemischten Gruppen sollte ich, wenn es irgendwie geht, gucken, dass ich alle drei berücksichtige. Manchmal geht es in Kurzzeitpädagogik nicht. Dann ist die Frage, dass ich, also wenn ich einen Fokus lege, zumindest kleine Pfade in die anderen Richtungen auch lege. Wenn wir in einem Sozialraum uns bewegen, in dem unterschiedliche Förderangebote stattfinden, kann es auch sein, dass wir arbeitsteilig vorgehen. Dass wir, was weiß ich, wir machen Workshops, die Empowerment-Workshops sind und gucken, dass andere zum Beispiel Primär- und Sekundärprävention machen und wieder andere sowas wie gemischte Räume fördern, die Alternativen stärken. Das hieße aber auch solidarisch jeweils sich mit diesen anderen Angeboten zu erklären und zu gucken, dass die, also dass wir zusammen dafür sorgen, dass die auch Förderung bekommen. Ich schließe diesen Teil des Vortrags mit einem Ausblick. In Teil 2 geht es um den Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen bezüglich der Emotionen und Haltung zu Geschlechterverhältnissen. Da werde ich diese drei Standbeine wieder aufgreifen.
und mich dann mit Lernbedarfen und Angeboten beschäftigen. Einerseits an und für feministische bzw. gleichstellungsorientierte Teilnehmende, andererseits für ambivalente oder unentschlossene Teilnehmende. Ich mache dann Exkurs zur Deutung und Einordnung antifeministischer Denk- und Handlungsweisen. Da gibt es nochmal einen Analyseteil. Und darauf aufbauend beschäftige ich mich mit der Frage, welche Lernangebote und welche pädagogischen Umgangsweisen können wir machen oder finden im Kontext antifeministischer Äußerungen in Bildungsangeboten. Und in Teil 3 erweitere ich dann nochmal auf andere Heterogenitätsaspekte, die gar nichts mit der Haltung zu Geschlechterverhältnissen zu tun haben, und ziehe zusammenfassend Schlussfolgerungen für die Praxis. Ich danke für Ihre und eure Aufmerksamkeit für diesen Teil.